Ja Leute, was geht ab? Wie ihr ja wisst, schieße ich ja sehr gerne. Ich interessiere mich für Waffen. Ich finde vor allem drei Punkte interessant. Erstens, wie kann ich ein besserer Anwender werden im sportlichen, im dynamischen Schießen? Was ist die Geschichte hinter den Waffen? Also warum sind sie entstanden? Wie sind sie entstanden? Wie werden sie eingesetzt? Und drittens, die Technik. Also wie funktionieren Waffen? Das sind einfach sehr, sehr spannende Themen für mich persönlich. Bisher habe ich jetzt hauptsächlich Erfahrung mit westlichen Waffen, also europäisch oder amerikanisch. Und eigentlich sehr, sehr wenig mit oder gar keine mit östlichen Waffen. Jetzt habe ich gedacht, okay, ich will da irgendwie meinen Horizont ein bisschen erweitern auch. Und deswegen unternehmen wir heute einen kleinen Trip. Und zwar soll es in diesem Video um AKs gehen, um Kalaschnikows und insbesondere halt die russischen Varianten dazu. Und ich habe gedacht, ich nehme euch da heute einfach mal mit, weil ich habe letzte Woche den Alex mal einfach angeschrieben, dem Alex vom Waffenhof. Ihr erinnert euch an das Video mit dem K98, als ich das K98 damals gekauft habe. Ich habe ihn angeschrieben und gesagt, hey Alex, hast du mal Bock, dass wir ein bisschen über AKs reden, ein bisschen über Kalaschnikows reden. Das heißt, heute schauen wir uns heute einfach mal ein paar AKs an, werden ein bisschen über die Geschichte reden, wie das Ganze sich so entwickelt hat, bis hin zu modernen Kalaschnikow-Gewehren. Ich interessiere mich sogar für eine AK ganz besonders. Ich werde jetzt noch nicht verraten, ich darf verraten jetzt noch nicht, welche das genau ist, vielleicht könnt ihr es ja erraten. Wir fahren jetzt erstmal los und sehen uns dann gleich beim Waffenhof. Grüße. Servus. 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 Also wir sind da, ich habe es den Zuschauern eh schon gesagt, wegen dem Thema AK. Und ihr seid da, finde ich, so der perfekte Anlaufpunkt, weil ihr einfach sehr viele AKs ja auch einfach habt. Einmal natürlich zivile, aber auch halt die militärischen, die wir jetzt halt nicht besitzen dürfen. Aber ich denke mir so, zum Anschauen ist es halt mal ganz cool. Ja, es ist ein ganz eigenes Thema. Also grundsätzlich Kalaschnikow ist ein sehr breit gestreut, im Grunde auch wie bei der AR-15. Aber wir haben eben gesagt, wir spezialisieren uns eigentlich auf alles, was eher Osten ist, das ist interessanter, sagen wir mal so. Der Mainstream geht ja bei uns nach wie vor mehr gegen AR-15-System, das ist voll bekannt. Und was ich jetzt ganz cool finden würde, wenn wir einfach so ein bisschen das von der geschichtlichen Seite ein bisschen anschauen, also wie ist die AK überhaupt entstanden und dann einfach so ein bisschen in der Geschichte nach vorne gehen, weil eine moderne AK ist ja heute schon ein bisschen anders, wie ich sag mal eine originale AK-47 von früher. Mhm. Und naja, Grundkonzept ist eigentlich fast gleich. Das, so gesagt, vom Konzept her, vom Waffensystem, wie es funktioniert, hat sich nicht wirklich was getan. Also das ist eigentlich gleich, das ist eigentlich wie beim Funktionsprinzip oder der Ähnlichkeit von einem M16 aus dem Vietnam zu den heutigen AR-Systemen, den neuesten. Das ist auch, da hat sich auch im Grunde wenig getan, bis auf die Modernisierung. Das ist schon klar, dass es immer wieder ein bisschen einen Fortschritt gibt. Das kann man vergleichen wie mit blödestes oder einfachstes Beispiel ist wie beim iPhone. Da gibt es okay. Das iPhone 10 und dann wieder also mittlerweile, glaube ich, iPhone 13 oder was? 15 oder was auch immer. Ja. Da bin ich leider ein bisschen ein Laie, aber so kann man es auch vergleichen. Es tut sich im Grunde nur Kleinigkeiten, es wird dann immer moderner, aber das Grundkonzept ist eigentlich immer gleich. Eigentlich müssen wir anfangen eigentlich beim Zweiten Weltkrieg oder Ende Zweiter Weltkrieg, genau. 45, da hat die russische Armee noch grundsätzlich den Nagant-Repetierer gehabt, oder? War das Standardinfanteriegewehr, genau. Schauen wir doch rein, da mal anschauen, das Material. Können wir auch reinschauen, wenn du willst. Können wir uns gerne anschauen. Deswegen sind wir da. Einfach jedes Mal schön, wenn man da hereinkommt. Das freut mich. Das Schöne daran ist, ich freue mich auch jeden Tag, wenn ich reingehe. Also es ist nicht so, dass jetzt einer sagt oder dass ich sagen kann, ja gut, okay, es ist jetzt die standardmäßige Arbeit jeden Tag, aber es ist jeden Tag auch die Freude. Genau, zu der Geschichte zurück. Wir haben hier eben beginnend, das ist eigentlich auch wieder ein eher seltenes Stück. Das ist ein Nagant 9130, aber hier eine Spezialausführung eben der M43. Aber das Modell ist grundsätzlich gleich wie der 9130, also es ist im Grunde dasselbe. Und mit dem hat es eigentlich 1891 bei den Russen begonnen. Zuerst mit dem Dreiliniengewehr, wobei hier muss man sagen, ist auch wieder eine leicht abgeänderte Version. Das ist eben dieser Standardrepetierer aus dem Zweiten Weltkrieg. Modell eben 1891-30, also ab die 30er Jahre haben sie es dann ein bisschen gekürzt und optimiert. Genau, mit dem hat es begonnen. Und dann kam ja eigentlich schon ziemlich schnell die ersten Halbautomaten. Also dann kamen die ersten Halbautomaten. Es hat eigentlich jede Nation, oder warte, ich gebe das mal wieder, es hat eigentlich jede Nation eigentlich experimentiert. Die Amerikaner mit dem Garand oder Garand, je nachdem. Garand, genau. M1. Die Russen haben dann das Tokarev-Gewehr gehabt, oder? Hatten das Tokarev-Gewehr, so eins haben wir auch da. Das war dann so ziemlich einer von den ersten selbst, leider nicht der erste, weil es gab ja extrem viele Experimente oder auch verschiedene Konstrukteure, die ihre Systeme vorgestellt haben. Es war unter anderem Simonov, einer von den ersten selbst, leider im Zweiten Weltkrieg in Masse gefertigt, war der AVS 36, also Simonov Halbautomat.
Davor gab es auch schon einige Experimente, das sind eher unbekannte von German Gorbov und so weiter. Genau, aber der bekannteste war dann eigentlich das SVT-38, also das Tukarev-Gewehr, und später die leicht modifizierte Version, die modernisierte Version des SVT-40. Das war der erste russische Selbstlader. Unter anderem wurde ja eigentlich extrem erfolgreich eingesetzt. Bei den Russen war auch eine beliebte deutsche Beutewaffe von den Besatzern. Das heißt, wir haben eigentlich schon ein Magazin, das man entnehmen kann. Genau, Atombas 10-Schuss-Magazin. Die Munition ist nach wie vor aber gleich geblieben mit der 762x54R, also praktisch mit der klassischen Nahkampfpatrone, wie man so schön sagt. Ist ja witzigerweise genau. Auch die Patrone, die eigentlich, die älteste Dienstpatrone, die heute noch in Verwendung ist. Die älteste militärische Patrone, die nach wie vor im Einsatz ist, genau. Irgendwie eine coole Patrone, finde ich. Ja. Sie ist extrem leistungsstark, ja. Das begründet es auch, warum sie nach wie vor in Maschinenwaffen und so weiter Verwendung findet. Oder in russischen Präzisionsgewehren, wie zum Beispiel Dragunov und so weiter, also nach wie vor. Das wurde ja ziemlich schnell abgelöst dann. Was war da so der Hauptgrund? Weil wir haben dann später das SKS kam, glaube ich, oder? Später kam noch das SKS. Genau, das Interessante daran war, das Tokarev-Gewehr war nicht lange im Dienst. Also das waren eigentlich nur einige Jahre. Es war zum Teil zu teuer in der Herstellung. Und es gab dann auch mittlerweile schon andere Ersatzwaffen oder grundsätzlich andere Programme, wo geschaut wurde, wie kann man das Ganze optimieren, auch wirtschaftlich. Die Deutschen haben ja gleichzeitig begonnen, mit dem Maschinenkarabiner und Sturmgewehr 44 zu experimentieren. Stimmt, weil das waren ja noch komplette normale Gewehrpatronen, und nachher beim SKS haben wir ja vielleicht die Mittelpatrone. Im Grunde ist es, begonnen hat es ja so gesagt, die Vorreiter waren ja die Deutschen mit 8x33, also der 8mm kurz. Das ist nichts anderes wie ein Zwischending zwischen einer Karabinerpatrone, also der 8,57er, und einer Pistolenpatrone, also der 9mm. Das war eben so dieses klassische Zwischending, was es vorher noch nicht wirklich gegeben hat. Die Idee war ja dahinter, okay, jetzt kann jeder Schütze mehr Munition mitführen. Genau. Und wer letztendlich mehr Munition hat, gewinnt das Feuergefecht. Da gibt es auch sehr interessante Studien, lustigerweise, dazu. Ja, genau. Hier haben wir es erstmals, das SKS 45, kann man so sagen. Erstmals wurde die Patrone eingeführt, die 762x39, das war eben die russische Antwort auf die 8x33. Das war 1943 erstmals. Und ab da ist begonnen worden, hier eben auch zu experimentieren und auch Selbstladewaffen zu entwickeln auf Basis von dieser Mittelpatrone. Weiters, ja, in der Waffengeschichte ist es ja so, der Herr Kalaschnikow, Michail Demefejewitsch Kalaschnikow, war ja selbst im Zweiten Weltkrieg, wurde dann auch verwundet. Inwiefern, das ist dieser klassische Streitpunkt oder das klassische Streitthema, wie viel hat Kalaschnikow jetzt vom Sturmgewehr 44 abgeschaut? Es gibt Interviews, es gibt gewisse Aussagen, Meinungen. Ich persönlich halte mich da eher neutral. Man kann es schwer sagen, weil die ganzen Probanden, die da eben mit im Einfluss waren, die sind ja alle schon tot, die sind schon gestorben. Das heißt, selbst wenn es Interviews gibt, gestützt, es ist ein schwieriges Thema. Aber kam dann das AK 47, kam das wirklich 47 auf den Markt oder kam das ein bisschen später normalerweise, oder? Naja, grundsätzlich ist begonnen worden mit den Konstruktionen während dem Zweiten Weltkrieg. Er ist allerdings nicht mehr ganz fertig geworden. 45 ist der Krieg dann beendet worden und die weiteren Konstruktionen endeten im Grunde dann beim AK-46. Das war so das erste Versuchssturmgewehr, das ist in einer Kleinserie hergestellt worden, auch erprobt worden, und später mit einer kleinen Abänderung oder Modifikation kam das AK-47. Das war dann so erstflächig das erste Hauptkonzept und das erste Sturmgewehr, das massenweise dann eingeführt worden ist. Hat den SKS nach nicht mal 2 Jahren eigentlich gleich wieder abgelöst. Das ist schon krass. Genau. Das ist auch eine 47er. Und das ist jetzt eine 47er, genau. Das ist unter anderem zweites Modell bereits. Ist aber auch ein sehr frühes Baujahr, die ist von 1953 zum Beispiel, Ischewsko-Fertigung mit dem ersten Magazin noch. Genau, eine frühe haben wir noch, das ist eine 50er, genau, 1950er Baujahr. Und mit dem hat es dann weiter begonnen, beziehungsweise das war eigentlich so der große Startschuss. Das ist dann erstmals eingeführt worden in den ganzen Sowjetstaaten, also als Hauptstandardbewaffnung aller Sowjetstaaten, die eben damals dazugehört haben. Das war ja nicht das Standardmodell, das sie heute noch führen. Später kam dann die AKM, da wurde eben umgestellt vom rein gefrästen Gehäuse, was ja teuer ist, zu gestanzten, also blechgestanzten Gehäuse. Noch schwerer, oder? Also das Gefräste ist wirklich auch noch ein bisschen schwerer wahrscheinlich, oder? Die ist noch ein bisschen schwerer, genau. Ist aber vom Verschlussgang und von dem Ganzen her ein bisschen weicher. Das ist schon mehr Masse, also das ist grundsätzlich
eigentlich schon mehr ausgelegt auf die Masse. Das ist eine klassische AKM. Und man sieht sie auch oft immer vorne, dass der Mündungsfeuerdämpfer oder Kompensator so schräg abgeschnitten ist. Genau. Um einfach beim Dauerfeuer oder das bisschen auszugleichen. Zu machen. Genau. Das Ganze auszugleichen. Ja. Das sind so kleine Modifikationen, dann hauptsächlich auch natürlich das Fertigungsverfahren, dass ich kosteneffizient, günstig, schnell eine effektive Waffe fertigen kann. Das war eben auch einer von diesen Schritten. Von der AKM gab es dann noch die AKM S-47 mit dem Klappschaft. Weiter ist es gegangen in den 70er Jahren dann mit der Neuentwicklung von der 545er Patronen. Genau, also man hat ja dann Kaliber geändert. Das genau. War also der Grund wahrscheinlich auch wieder, dass man mehr, also ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich glaube, man hat wieder geswitcht eben von der 762 auf die 545x39. Genau. Die Hülsenlänge ist grundsätzlich gleich, eben 39. Es hat sich nur eben der Geschossdurchmesser geändert in der 5,45er. Das war eben so dieser Gegenpart zum eigentlich westlichen 223 bzw. 556x45. Genau, das ist ja dann genau. Die normale. Man muss aber sagen, die 545x39, also die russische, ist extrem leistungsstark, extrem schnell. Und wird auch eben Giftpatrone genannt. Also vom Schießen her sehr, sehr, sehr angenehm. Und die auch hat ja eine höhere Rasanz, also eine gestreckte Flugbahn, weil ja, man genau. mit der 762, die hat ja ab 300 Meter schon. Die fällt schon ordentlich, also ist auch wesentlich schwerer, genau. Die 545er ist stabiler auf 300-400 Meter, aber auch extrem effektiv. Genau, dann sind wir eigentlich eh schon in den 70er Jahre. Das war schon so dann der erste Umschwung auf die AK-74. Dann weiter gab es eben auch noch Modifikationen mit AK-S-74U. Das ist eben diese kleine für fahrende Einheiten, LKW-Fahrer. Eine der bekanntesten, die es überhaupt gibt, oder Panzerfahrer und so weiter. Ja, der Vorteil ist, sie ist extrem leicht. Noch dazu mit dem Klappschaft. Extrem kurz auch und trotzdem auch die 545er mit einem 30-Schuss-Magazin. Ja, mega cool. Das heißt, das war jetzt dann die 74, dann gab es ja die 74M, die hat dann nochmal die Verbesserung gehabt und das war auch die genau. 74M, weil dann lang auch das Standardgewehr von der russischen Armee. Ja, genau. Und später dann kam auch schon die 100er-Serie. Also da wurde dann unter anderem vom Zivilhersteller von Saiga auch geschaut, dass man die ganzen Waffen auch derartig umrüstet und für den westlichen Markt anbieten kann, unter anderem. Nicht also nur die 545er und die 762er, sondern auch die im Kaliber 223 Remington, also im westlichen NATO-Standardkaliber und auch in 308. Also da wurde dann eben geschaut, dass man das ganze Produktportfolio, wenn man so sagen kann, eigentlich erweitert, genau. Im Grunde von der 100er-Serie, das waren so die ersten militärischen Neuerungen und es kam ja auf dieser Basis von den neuen, also von der neuen Generation, so kann man es eigentlich bezeichnen, kam dann eben auch alles für den Zivilmarkt als Halbautomat, genau. Hier haben wir das Beispiel von der MKK 105, das ist eben die AK, die neue und aus der 100er Serie, nur das ist ein reiner Halbautomat, sprich die ist zum Beispiel für den Zivilmarkt ganz normal. Hier zwar mit dem großen Magazin, was man natürlich in Österreich nur mit Berechtigung haben darf. Aber standardmäßig eine Auslieferung ist hier mit einem 10-Schuss-Magazin. Schaut nicht ganz so schön aus, aber es ist ja, gesetzt. Das war tatsächlich für mich auch am Anfang einer der Gründe, warum ich am Anfang zu den ARs tendiert habe, weil da gibt es ja diese Magpul-Magazine, die aussehen genau. Wie 30er, sprich du kannst das üben und beim Schießen so trainieren, weil ist einfach angenehmer. Aber genau, und die sind halt zum ersten Mal ganz schwarz, weil die anderen hatten ja immer viel Holz, weil ich glaube ja auch die 74er war ja mit Holz. 74er war auch noch mit Holz, ist dann später bei der M auf Kunststoff umgestiegen, genau. Genau. Und dann sind wir eigentlich schon mehr oder weniger bei den modernsten, weil die Russen, die neueste, die da war ja die AK-12 eigentlich, oder? Oder die TR-3. Neueste, ja, grundsätzlich TR-3 ist ja die Zivilbezeichnung für die AK-12. Ist aber auch nicht mehr die neueste, also mittlerweile gibt es schon die AK-19 und die AKV-521, die schon mittlerweile auf Wechselsystembasis arbeitet. Nur, ich muss es hier auch dazu sagen, es ist schwierig, also es wäre spannend, die Waffen vorzustellen, wir können es aber nicht mehr. Das Problem ist, jedem ist es bekannt, die derzeitige geopolitische Situation und alles, das ist gar nicht mehr so einfach, weil gerade eben EU-Sanktionen, ich glaube mittlerweile das 12. oder 13. EU-Paket, was sie an Sanktionen gefertigt haben, macht es eben leider so ziemlich nichtig, dass man vom russischen Markt überhaupt noch was bekommt. Also ein Import ist derzeit völlig unmöglich, das ist leider. Und man muss ja sagen, AKs gibt es ja viele, es gibt ja polnische AKs, WWP, es gibt ja alle möglichen Hersteller. Es gibt Hersteller. Viele Nachbauten, ja. Qualitätstechnisch ist das vergleichbar oder sagt man, naja, die russischen, sagt man eigentlich Ismarsch oder Ischmarsch? Das kannst du sagen, wie du willst. Also die einen sagen so, die anderen so. Original, richtig ist es Ischmarsch. Okay, ja. Aber das heißt,
der Ishmash-Konzern, das ist ja der Kalaschnikow-Konzern, die machen ja das, die Originalen. Genau. Und sagt ihr, okay, ist das qualitätstechnisch ein großer Unterschied oder ist das eher vernachlässigbar? Es gibt große Qualitätsunterschiede. Also gerade wenn man hier auf die billigen oder günstigeren Modelle geht, ich sage keine konkreten Namen, aber chinesische Hersteller, bulgarische Hersteller und so weiter, das kommt dann darauf an, die sind eher zum Teil günstiger, auch am Markt. Also hier hast du es zum Beispiel von der Oberflächenbeschichtung, vom Lauf generell, von der Funktionssicherheit, Material, also da sind mehrere Komponenten, die zusammenkommen. Das Original, sage ich mal, die Ishmash ist für mich einfach die beste, ja. Ganz dicht gefolgt oder eigentlich fast gleichwertig, muss man auch sagen, mit den Serben, also Sastava. Mhm. Ist extrem gut auch von der Qualität, von der Verarbeitung. Die halten sich ziemlich die Waagschale. Alles andere kann man irgendwo mal hinten anstellen. Das ist zumindest unsere persönliche Erfahrung. Okay. Auch von der Qualität. Und hier noch was Interessantes. 12er Schrot machen Sie auch. Sicher. Seiger 12. Krass. Genau. 12er Schrot, ja. Für werden Sie Sportschütze primär wahrscheinlich, oder? Zum Beispiel. Sportschütze. Oder Jäger. Genau. Man, das jetzt ist die Saiga 12C Police, also praktisch auch so gesagt eine Polizeiausführung für unter anderem im Osten, in Russland. Wenn man sich gewisse Videos anschaut, werden die auch tatsächlich bei der Polizei verwendet und finden, werden eingesetzt. Spannend, aber das ist ja auch, glaube ich, ein russisches Red, oder? Weil der hat ja kyrillische Schrift. Das ist ein MPZ, PKU-2, genau, das ist ein russisches. Also ich finde, das war jetzt eher ein sehr guter Überblick eigentlich über die ganzen Modelle mal. Natürlich könnte man da jetzt noch ins Detail gehen, wir sehen da hinten noch das war jetzt genau, das ist die Winterrest, das ist auch wieder ganz was Spannendes. Man kann das ganze Thema natürlich jetzt nicht nur, wie wir es hier haben, auf 5 Minuten, sondern das kann man ja auslegen bis unendlich. Unendlich, genau, das ist eben das Spannende am Thema. Aber ja, das ist jetzt auch nicht unser Anspruch, sondern ich wollte einfach mal so einen groben Überblick haben, ist mal cool, die Waffen zu sehen, mal anzufassen, mal den Eindruck von euch zu bekommen. Die wichtigere Frage ist jetzt, ob wir damit auch schießen können. Natürlich nicht. Ja, sicher. Freilich. Okay. Das heißt, wir werden jetzt nachher noch ein paar Waffen testen, aber das zeigen wir euch dann im nächsten Video. Und von dem her, bleibt dran. Bis dann. Danke.